und herzlich willkommen hier zu einem neuen Clip von SWD TV. Ja, heute sind wir nochmal hier im November 2017 auf meiner Tour im Großraum Bremen unterwegs und schauen uns hier ein, ja, ich würde fast sagen, ein Mehrfamilienhaus an. Das Haus war sicherlich früher mal ein Einzelhaus, also ein Einfamilienhaus, aber mittlerweile wohnen hier mindestens zwei Parteien und somit kann man hier schon von einem Mehrfamilienhaus sprechen. Ja, man sieht ganz schön, verbaut wurden hier 20 Quadratmeter Kollektorfläche. Um genau zu sein, wurden hier vier Kollektoren des Typen HP30 in Edelstahl verbaut. Da die Dachfläche das nicht zugelassen hat, hat man hier natürlich die Kollektoren nicht nebeneinander montieren können, sondern einzeln nebeneinander und vor allem unter bzw. übereinander. Das Ganze funktioniert wohl ganz gut. Der Kunde hat mir hier bestätigt, die Anlage läuft jetzt seit rund zwei Jahren und sie sind sehr zufrieden. Also in den Sommermonaten haben sie sogar einiges an zu viel Wärme und auch in der Übergangszeit läuft das hier wirklich richtig gut. Man sieht schon so im Hintergrund, da hinten soll noch ein weiteres Objekt entstehen. Da sieht man so ein bisschen den Rohbau schon und laut Kunde soll auch auf diesem neuen Haus, was da entstehen wird, noch eine thermische Solaranlage, ja, in Zukunft mit Heizungsunterstützung von der Sonnenwärme Direkt GmbH montiert werden. Ja, hier im Umkreis Bremen ist mir aufgefallen, dass ganz viele Postboten mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind. Und hier kann man hinten den Postboten sehen, der mit seinem Elektrofahrzeug hier die Pakete, Briefe und Päckchen ausliefert. Das hat mich sehr gefreut, weil in Schleswig-Holstein ist das bei weitem noch nicht so weit. Gut, man muss vielleicht dazu sagen, die Wege sind in Schleswig-Holstein ein bisschen weiter und da ist der gute alte Bulli doch das bewährte Fortbewegungsmittel für die Post und die Postboten. Aber hier, ich denke mal, im gesamten Bundesgebiet wird immer mehr diese E-Mobilität auch durch die Post hier vorangetrieben und das also freut mich hier persönlich ganz besonders. Wer weiß, vielleicht werde ich hier in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch so ein bisschen mehr zur E-Mobilität berichten. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich für diese Zeit, die ich heute hier verbringen durfte, dass ich dieses Haus hier mal von oben, unten und von der Seite filmen durfte. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie bzw. ihr auch beim nächsten Clip wieder einschaltet, wenn wir den nächsten Kunden und die nächste Kundenanlage hier vorstellen. Also, bis zum nächsten Mal.